Wie jeden anderen Grill auch, müssen wir den jetzt vor der ersten Benutzung erstmal einbrennen. Ich dachte, der ist nagelneu. Jetzt stellen wir die Garraumtemperatur auf den Maximum, 135 Grad, stellen eine Zeit von 2 Stunden ein und jetzt geht das Ding auch schon los. Den lassen wir jetzt 2 Stunden laufen und dann, wie gesagt, ist alles in Ordnung. 2 Stunden sind endlich rum, ihr könnt es vielleicht sehen, es ist dunkel geworden mittlerweile, das macht aber nichts, ich habe hier Licht. Jetzt können wir endlich ein Stück Fleisch auflegen, ich freue mich schon wie Bolle. Bevor wir uns aber jetzt gleich ans Fleisch machen, stellen wir erst unseren Smoker ein. Dazu stelle ich jetzt zuerst die Temperatur ein. Wir legen schon mal Räucherchips ran, dass das schon mal losräuchern kann, dass das schon mal losläuft. Dann machen wir das Fleisch fertig und legen das auf. Unser Smoker ist ja noch vorgeheizt. Das heißt, die Aufwärmphase können wir uns jetzt heute zum Glück sparen. Aber wenn er eh heiß ist, ne, dann müssen wir mal was auflegen. Also von daher, ich zeige es euch mal, dass ihr seht. Macht das Ding jetzt einfach mal an, dann ist mal der Standard eingestellt, der steht glaube ich immer so auf 93 Grad, Uhrzeit natürlich 0. Jetzt stellen wir unsere gewünschte Gartemperatur ein, da will ich jetzt mal auf 130 Grad, das ist schon ein wenig später, noch einmal drauf zum Bestätigen, jawohl, und dann wollen wir natürlich die Kerntemperatur überwachen, das wollen wir jetzt einfach mal gleich testen. Da will ich 58 Grad haben von meinem Stück Roastbeef, nochmal drauf. Ihr habt es gehört, beep, 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 das läuft, das heißt, der fängt jetzt an, auf 124 Grad sind wir noch, seht ihr, dass wir schön mal vorgeheizt haben. Und jetzt legen wir erstmal die Räucherchips nach. So, die Räucherchips kommen natürlich unten rein. Ich habe jetzt zum Räuchern auch von Charbroil ein paar, was sind das, Hickory Wood Chips. Wie gesagt, von Charbroil habe ich mir gleich mal mit dazu bestellt. Die testen wir mal heute, das heißt, machen unser Baby noch mal auf. Zum einen hole ich mal das Thermometer raus, weil ich das natürlich später brauche. Hier an der Seite gibt es eine Halterung. Da kann man außen das Thermometer einstecken. Praktisch. Nehmen wir uns die Räucherbox. Deckel öffnen. So, und jetzt ist es so. Je nachdem, wie viel Holzchips ihr hier reinmacht, desto länger räuchert er. Das heißt, wenn ihr die jetzt ganz voll macht, habt ihr so 6 bis 8 Stunden. Wenn ihr die halb voll macht, habt ihr 2 bis 3 Stunden. 3 bis 4 Stunden. Wenn ihr sie nur ein Viertel voll macht, 2 Stunden und so. Also darüber könnt ihr im Endeffekt steuern, wie lang der räuchern soll. Ich mache die jetzt einfach mal halb voll, ohne mal groß abzuchecken, ob das auch funktioniert oder nicht. Na, gut. Ja. Naja, das ist gut halb voll. Also ihr seht, das ist jetzt gut halb voll. Oh, das kommt ganz gut hin. Wie gesagt, wir haben diese Räucherchips. Keine Pellets oder irgendwas. Also ne, ich kann es nochmal sagen, das finde ich sehr cool, dass man da normale Räucherchips verwenden kann. Also beladen. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Der hat hier hinten auch so eine Nase, dass man es nicht falsch machen kann. Na, so, nicht den Handschuh einziehen, einmal wieder drauf und dann wird die einfach wieder hier unten in die Ecke reingeschoben. Den Smoker haben wir schon eingestellt, den haben wir draußen, Wasser lasse ich jetzt mal weg, das brauchen wir nicht. Dann lassen wir den jetzt einfach nochmal laufen, schauen wir mal, ob das gleich das Rauchen anfängt und währenddessen machen wir unser Fleisch noch fertig. Da habe ich mir jetzt hier so ein schönes Stück Roastbeef hier bei Metzger Bord besorgt, das werden wir gleich einfach nur ein bisschen rubben von Ankerkraut mit dem Coffee Cannonball Rub, den habe ich hier, ja, kann man es erkennen, jetzt Coffee Cannonball Rub von Ankerkraut und ich werde es im Smoker dann noch auf eine so eine Salzplanke legen, dass es einfach auch noch ein bisschen Salzgeschmack und ein bisschen Aroma von unten bekommt. Die Fettschicht, die wir oben drauf haben und da ist auch eine Sehne drauf, das sieht man, ja, das weiß ich, das lasse ich mal drauf in der Hoffnung, dass das Fett vielleicht ein bisschen schmilzt und auch übers Fleisch dann läuft. Beim Essen hinterher kann ich die immer noch wegschneiden, von daher lasse ich die jetzt einfach mal dran. Also, da machen wir jetzt gar nicht viel mehr, ja, das sieht nämlich ansonsten sehr gut aus, da ist noch ein Stück vom Zebra vom Abwischen, also das sieht gar nicht ganz gut aus, das lassen wir einfach so wie es ist. Ein bisschen mit dem Rub würzen. Viel mehr machen wir mit dem jetzt auch gar nicht. Da kommt jetzt noch der Temperaturfühler rein dann vom Smoker. Und dann kommt sie in den Smoker rein. Dann würde ich sagen, legen wir mal auf.
Also ich habe jetzt folgendes Setup aufgebaut, dass ihr das seht. Wir haben hier mal unser Fleisch. Das ist, wie gesagt, auf der Salzplanke liegt es noch. Unser Roastbeef. Ich habe einmal mein Grill-Eye-Thermometer drin und habe einmal das Thermometer vom Charbroil Digital Smoker drin. Ich habe im Grill, mal gucken, im Grill, sorry, im Smoker, habe ich einmal hier das Thermometer, den Fühler vom Grill-Eye. Hier den Fühler vom Grill-Eye und hier noch einen zweiten Fühler von einem anderen Thermometer, um einfach mal den Unterschied zu erkennen zwischen den einzelnen Temperaturbereichen. Und ich werde jetzt auf die Höhe auch das Fleisch auflegen. Das heißt, nehmen wir unser Fleisch und jetzt sehen wir auch schon das erste. Also die Höhe von den Rosten, da könnte durchaus mehr Platz sein. Also das haut nicht hin, da bleiben wir hängen. Nehme ich die jetzt einfach erstmal raus, den obersten. Also die Höhen von den Rosten, da könnte mehr Spielraum sein. So, das Ding legen wir auf, schieben es nochmal ganz hinter, beziehungsweise ich schiebe es, kann es auch da hinten quer reinlegen. So, sind ja auch mehr drin. Also wie gesagt, ich überwache das Ganze jetzt nochmal mit meinem Grilleis, sowohl die Garraumtemperatur als auch die Temperatur vom Fleisch. Wir haben das Thermometer von dem Digital Smoker mit drin und wir haben hier unten nochmal das IKEA-Thermometer. Vom Rauch muss ich sagen, ist das jetzt noch okay. Also da sehe ich ehrlich gesagt noch gar nichts. Da warten wir einfach mal ab. So, unser Grill-Eye zeigt uns jetzt an. Wir haben, gut, wir haben es offen gehabt. Wir haben jetzt 76 Grad im Grill, 77 Grad, 12 Grad im Fleisch. Das stimmt auch mit dem überein, was uns der Smoker anzeigt. Der zeigt uns jetzt nur die 12 Grad, 13 Grad vom Fleisch an. Das ist okay, also von daher... Wie ihr seht, raucht der schön ordentlich. Also die Chips brauchen einfach nur ein bisschen, bis sie soweit sind. Also an beiden Seiten raucht es schön raus. Hier vorne kann man vielleicht ganz leicht erkennen, hat er so ein bisschen, ne, kommt ein ganz kleines bisschen raus. Aber das ist wirklich vernachlässigbar. Also von daher, das Ding ist echt dicht. Ne? Das kommt nur da raus, wo es rauskommen soll. Und von innen sehen wir natürlich jetzt auch, machen wir kurz auf. Oh, da seht ihr schon. Da kommt es raus. Ja, also da ist ordentlich Rauch drin. Wunderbar, so wie es sein soll. Ja, herrlich. Und dass ihr das auch mal seht, also zwischen den beiden Ebenen, also zwischen oben und unten, haben wir also so gut wie gar keinen Temperaturunterschied. Ich meine, links ist oben, das sind 120 Grad, rechts ist unten, sind 121 Grad. Also ihr seht jetzt beide 121 Grad. Also da gibt sich nicht viel, also das haben sie echt gut hinbekommen. Die Temperaturunterschiede von den beiden Ebenen, also von den Ebenen, sehr gut. Dass die Temperatur jetzt nicht bei 130 Grad ist, ist klar, weil wir ja gerade die Tür offen hatten. Das ist ein bisschen abgefallen, aber ihr seht, es steigt wieder. Also das muss ich sagen, finde ich klasse. Unser Fleisch hat die angestrebten 58 Grad erreicht. Das Ganze hat jetzt eine Stunde und 45 Minuten gedauert. Dann würde ich sagen, befreien wir das mal aus unserem Smoker. Ihr hört es dreimal piepsen, also das signalisiert uns, das ist fertig, wunderbar. Der fährt jetzt wieder runter auf Warmhaltefunktion. Perfekt. Ich schnappe mir mal die Grillzange. Wir holen unser Fleisch raus und lassen es dann nochmal ruhen. So. Boah, kann man sehen. Geil. Geil, geil, geil. So Leute, für mich hat das Fleisch jetzt lang genug geruht. Ich kann nicht mehr warten, ich will endlich anschneiden und probieren. Aber ich sehe auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, also zum einen, da kommt schon ordentlich Saft raus, oder das Ding ist auf jeden Fall noch schön saftig und man kann es hier erkennen, hier oben, also das Fett oben drauf zu lassen, war definitiv keine verkehrte Idee. Also das ist definitiv schön geschmolzen. Ich gehe davon aus, dass es auch schön übers Fleisch gelaufen, also das hat es mit Sicherheit nochmal auch außen schön saftig gehalten. Wir haben es, wie gesagt, jetzt fast 2 Stunden lang gesmoked. Schön low and slow. Durchgeräuchert. Ich mache jetzt einfach mal einen Mittelschnitt, Leute. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Oh mein Gott, das schmatzt. Das ist der Wahnsinn. Boah. Was soll man da sagen? Ne? Perfekt.
Also innen drin, von der Konsistenz her, perfekt. Der Gargrad genau getroffen. Richtig, richtig cool. Jetzt wollen wir mal gucken, was von dem Raucharoma angekommen ist. Schneide ich mir jetzt einfach mal so eine kleine Kante runter. Oh, schaut euch das an. Geil. So, da habe ich jetzt mein kleines Stück vom Roast Beef. Konsistenz haben wir schon gesehen. Also Gargrad perfekt getroffen. Richtig schön. Das Fleisch ist auch schön weich. Wenn es dann riecht, also man riecht schon, boah, das hat richtig schön Raucharoma angezogen. Ich probiere jetzt einfach mal. Puderzart. Das Fett ist gut. Also, ich hoffe, ihr seht es. Also, perfekt geworden. Ich muss sagen, deutlich weniger intensiver Rauch, den ich gedacht hätte. Ich habe ja mit dem Hickory-Holz geräuchert, was eigentlich sehr intensiv ist. Hat es aber so gar nicht. Also, das ist wirklich nur außen dran schön die Kruste mit dem Gewürz, wo man außen dran hat, und den Coffee Cannonball. Perfekt. Also, richtig cooles geräuchertes Roast Beef. Ich muss sagen, für unseren Test, für unseren Einsteigertest, für den Smoker, eine feine Sache. Zu den Funktionen habe ich schon einiges gesagt gehabt. Der hat ein paar nette Features, gerade das mit der Temperatursonde oder mit der Steuerung, der Warmhaltefunktion. Also da gibt es ein paar coole Sachen. Ich sag, könnt ihr auch nochmal nachlesen, was der alles hat. Von der Bedienung her, wie hat er sich gemacht? Wir haben das Roast Beef geräuchert. Gesmoked, Fleisch rein, Temperatursonden, Gerät einstellen, also das ist wie gesagt kein Thema, funktioniert prima. Ich finde es eigentlich cool, also ich stehe zum einen auf den so digitale Spielsachen, das finde ich sehr cool, macht Spaß, man kann das Gerät nutzen. Ja, wenn man öfter mal was macht, aber wenn man es regelmäßig macht, ist es halt einfach eine einfache, bequeme Sache. Wenn man faul ist, so wie ich, dann macht einem das Spaß. Es nützt natürlich nichts. Oder es nimmt einem das nett ab, dass man auch vielleicht noch einen Holzkohlegrill hat, logischerweise, oder einen Gasgrill, wo man noch mit dem Feuer spielen kann, richtiges Feuer hat, das ist natürlich noch was ganz was anderes. Dafür ist er aber auch nicht gedacht, also als Zweit- oder Drittgerät, wie gesagt, ist das eigentlich eine prima Sache. Was ich vielleicht noch sagen kann im Vergleich zu einem Pelletsmoker, genau, das haben wir noch gar nicht gesagt, im Vergleich zum Pelletsmoker muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es cool, dass ich zum einen mit normalen Chips räuchern kann und wie gesagt keine Pellets brauche, und ich finde es cool, dass der ist leise. Also man hört ihn hier überhaupt nicht. Das lauteste oder das einzige Geräusch, das ich hier höre, ist das Fett, das im Endeffekt von oben nach unten runter tropft und hier immer wieder zischt. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video vielleicht sogar hört. Außer wenn die Autos wieder vorbeifahren, ist das einzigste, was man hier hört. Also das Ding ist mucksmäuschen still. Was ich damit aber nicht erreichen kann, wenn ich jetzt Nachbarn habe, die rauchempfindlich sind, dann nützt mir da auch nichts. Also wir haben es vorhin gesehen, ich habe es euch gezeigt. Der Rauch logischerweise, der erzeugt wird, der muss irgendwo hin. Ja, und der geht oben raus. Also das Ding ist nun mal ein Smoker, ja, da wird nichts dran vorbei. Also wer auch empfindliche Nachbarn hat, kommt auch mit dem Gerät nicht weiter. Aber ansonsten finde ich es ein klasse Gerät, kann man auf jeden Fall nehmen. Gerade zu dem Preis finde ich unschlagbar. Also ich bin jetzt nochmal auf den Langzeittest gespannt. Ich werde jetzt noch das ein oder andere Rezept darauf vergrillen. Einfach mal testen, nochmal ein bisschen mit rumspielen. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, werdet ihr sehen. Bleibt einfach dran, wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät habt oder wenn euch noch was einfällt, was ihr vielleicht wissen wollt und was ich testen soll, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben. Noch cooler, wenn ihr meinen Kanal abonniert, da freue ich mich. Ansonsten bis demnächst, bis bald. Ciao, euer Manu.